Wunderbaren Blick hat man hier. Klasse. Gut, für den Blick kann er nichts. Das habe ich gemacht. Aber für das Haus natürlich sehr schön. So, F3. Gut, dass das kein Creeper war, der gerade. Muss ich ja schon mal sagen. Der hätte uns wahrscheinlich die ganze Station kaputt gebombt. Hier ist sowieso noch eine relativ gefährliche Ecke. Das ist so. So, wo ist jetzt unsere? Da ist die Superschaufel. Da machen wir hier mal den Boden rein. Bisschen Erde. Gar nicht, warum das bei Eroini so ist, dass bei dem das Gras langsamer abzubauen ist. Also mit Glas bei mir sieht das so aus, als wäre das genau gleich schnell. Kann natürlich sein, dass ich mir das auch einbilde, dass das gleich schnell ist. So, dann haben wir hier, ja, ich hätte natürlich auch gleich meine Wunderhacke mitnehmen können, aber so geht das ja auch. Es gibt ja jetzt die Möglichkeit auch, die Videos bei YouTube in doppelter Schallgeschwindigkeit oder in doppelter Geschwindigkeit, besser gesagt, ablaufen zu lassen. Das habe ich schon bei Eroinis Let's Play gemacht. Und auch bei meinem eigenen Let's Play mit, wie heißt das Spiel? Skylines. Und das ist durchaus interessant, wenn man mal nicht so viel redet, so wie ich jetzt gerade beim Bauen, dann kann man das Video doppelt so schnell angucken und man hat, soll ich die Kohle da holen? Ach, wir holen mal die Kohle. Man sollte natürlich auch Platz für die Kohle haben. Ne? Ach, hier ist ja eine ganze Menge. Also durchaus mal gerne. Ich kriege das hier nicht mit. Von mir aus dürft ihr es gerne machen. Natürlich das Video kann ich euch. Sowas kann man euch ja auch nicht verbieten. Das geht natürlich ganz klar. Ihr könnt es in doppelter Geschwindigkeit abspielen. Kein Problem. Ist vielleicht auch mal ganz lustig. So, was machst du hier? Hm? Ein lebendes Wesen. So, dann wollen wir hier mal weitermachen. Hier müssen wir dann natürlich entsprechend hier hochbauen.
So, dann kommen da die Steinziegel hin. Von denen ich jetzt nicht mehr so viel habe. Wo ging die Treppe da an? Die Treppe ging da gleich los. Dann mache ich nämlich hier noch eine Treppe da hoch, damit das schön symmetrisch aussieht. Rechts und links von dem Haus. Dann, ich wollte das hier haben. Ach, da ist noch eine Höhle mit Wasser. So. Dann darf das Gebäude nicht zu hoch werden. So, dann machen wir hier die Treppe hin. Und dann muss der Weg natürlich auch noch verlängert werden. Der Weg wird dann verlängert und der geht dann hier rum. Dann können wir auch das Haus von Geoped. Na, Geoped, der ja ein sehr gefährliches Haus gebaut hat, weil da schon mal Monster drin waren, an das Wegenetz anschließen. Wunderbar. So, wo ist es? Hier. Hier kommt die Treppe hin, haben wir noch genug. 47 reicht. So, da haben wir noch 8 von den Platten. So, der Weg geht dann hier weiter. Platten reichen erstmal nicht aus. So was nennt man auch Plattenbau. So, jetzt haben wir die anderen gemeißelt. Da haben wir jetzt schon. Jetzt nehmen wir die Quarzsäule hier. Ja, so bauen ist nicht ganz ungefährlich. Man tut sich immer weh. So, wie hoch kann ich das machen? Ohne, dass der Kollege da hinten die Aussicht einbüßt. Das wollen wir ja auch nicht. Da können wir also durchaus noch 2 Reihen höher gehen. Sandstein hier. Ja, man könnte das natürlich auch alles aus Quarz machen hier. Auch die ganzen Wände, dann wird das natürlich sehr teuer. Denn Quarz ist ja so leicht nun auch nicht zu holen. So, wie war das jetzt? Quarzblock. Ach, da brauche ich dann eine Werkbank, genau. Dann suchen wir uns mal eine Werkbank. Quarzblock. Machen wir noch ein paar von diesen. Nee, das ist der falsche. Ah. Okay, dann müssen wir das so machen. Den gemeißelten als Unterbau und die Säulen da oben drauf. So, dann sind die dann anschließend so hoch wie da.
Das ist in Ordnung. Da kommt ja dann noch so ein kleines Dach drauf. So, jetzt eine Quarzsäule da. So. Hey, Jump and Run, aber hallo. Dann legen wir uns mal wieder hin. Mal sehen, ob die Monster immer noch da sind. Nein.